Ja, hallo, wie geht's dir, David von Ancient Flight Review? Willkommen zum neuen Video. Heute mal in Deutsch, meistens sind ja Englisch. Wie auch immer, heute bin ich hier bei iTaker vom Flugsimulatorzentrum in Kassel-Lauen. Hier gibt es mehrere Flugsimulatoren zu entdecken, unter anderem auch dieses klasse Gerät, was ihr hier hinter mir seht. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Cessna 172 Flugsimulator von Redbird. Ein britannisches Produkt, super gut zu fliegen, macht total Spaß. Und den würde ich euch heute gerne mal ein bisschen näher bringen. Und zwar werden wir gleich hinter mir reinspringen, der ist schon an. Und eine Flugstunde absolvieren. Und zwar Standard Platzrundentraining. Für all diejenigen, die jetzt mit dem Thema Platzrunden noch nichts anfangen können, wenn ihr vielleicht komplett neu seid in der Fliegerei. Wie auch immer, dann könnt ihr euch gerne mal die Theoriestunde von mir dazu anschauen. Die findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder oben rechts im Screen. Okay? Also, viel Spaß und bis gleich. Ja, so Leute, jetzt sind wir endlich in unserem Simulator. Wie ihr hier seht, haben wir hier ein wunderschönes Cockpit von der Cessna 172 oder auch 182, hier mit Verstellpropeller. Wie ihr auch sehen könnt, haben wir auch eine ganz tolle 180 Grad Sicht, gewährleistet durch 6 HD-Monitore. Ja, wir befinden uns heute hier in Frankfurt-Hahn. Eco Delta Foxtrot Hotel ist dafür der ICAO-Code für alle, die sich da ein bisschen auskennen. Auf der Piste 03 bzw. Runway 03 und wir werden heute eine VFR bzw. Platzrunde fliegen auf Englisch Traffic Pattern und zwar links herum. Links herum sind Standardplatzrunden, das heißt wir werden starten auf der 03, dann in den ersten Abschnitt gehen der Platzrunde, das ist der Abflug, dann kommt der linke Querabflug, von da aus geht es in den linken Downwind. Dann in den linken Queranflug, ja, der ist parallel zum Abflug. Und dann geht es auch schon ins Final für unseren Endanflug zur 03 wieder. Wie gesagt, das ist eine Linksplatzrunde, deswegen werden alle Begriffe mit dem Wort links angefangen. Ich werde euch natürlich auch noch sagen, was ich zwischendurch mache und von den Abläufen im Cockpit so an sich erzählen, wie man die Cessna fliegt und so weiter und so fort. Schaut mir einfach zu. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Also wir befinden uns hier auf Flugplatzhöhe, das sind 1600 Fuß, in der Fliegersprache ist alles in Fuß ausgedrückt. Unsere Platzrundenhöhe beträgt normalerweise oder gewöhnlich um die 1000 Fuß drüber, das spricht 300 Meter über dem Boden oder über der Flugplatzhöhe selbst. Das heißt, wir werden auf 2650, um genau zu sein, steigen und ja, dann geht's weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Klar, auf sogenannte Rotationsgeschwindigkeit bzw. VR, die liegt so bei 57 bis 60 Knoten, relativ schnell erreicht. Ziehen die Nase hoch, voilà. Möchten unseren Startbahnkurs aber erstmal beibehalten und zwar 030. Können die Maschine ein bisschen trimmen, um hier den Druck vom Jogen ein bisschen zu reduzieren und steigen mit ungefähr 75 Knoten. In der Fliegersprache sagt man dazu VY, beziehungsweise in Englisch Best Rate of Climb Airspeed. Okay. Wie gesagt, in der Cessna beträgt das 75 Knoten. So, ich halte mal kurz an. Jetzt kommen wir hier zu unserer 500 Fuß ungefähr gleich über dem Boden. Wenn wir die erreicht haben, dann drehen wir ab in den linken Querabflug. Linkskurve fliegen auf einen Kurs von 210.
wenn wir möchten, diesen Henning-Bug als Hilfestellung benutzen. Für unsere höhere Geschwindigkeit. So, voilà, 210, nehmen die Kurve raus, sozusagen. Und jetzt sehen wir es auf unserer linken Seite, das ist der Frankfurt-Hahn Flughafen, die Bahn, die Piste sozusagen, wo wir gestartet sind. Und wir sind jetzt, wie gesagt, im linken Gegenanflug, fliegen also entgegen der Startbahnrichtung. Halten die Höhe bei. Wir kommen also jetzt zu dem Punkt, bei dem wir gleich den Landeanflug einleiten. Das sind wir quer ab der Pistenmarkierungen von der 03 sozusagen. Das heißt, wir werden die Power ein bisschen reduzieren. Das macht unseren Auftrieb sozusagen etwas kaputt oder verringert den. Das heißt, die Nase geht automatisch runter und wir verlieren dann auch automatisch an Höhe. Wenn wir das getan haben, setzen wir auch die Klappen direkt auf 10 Grad und im Prinzip leiten somit unseren Anflug ein. Okay, legen wir mal los. Langsam den Punkt, wie gesagt, quer ab im Flieger Deutsch, Beam auf Englisch. Also gegenüber der Pistenmarkierung und der Zahlen, die ihr eben gesehen habt beim Start. Dort gehen wir jetzt also hin und reduzieren die Geschwindigkeit etwas. Was ihr jetzt sehen könnt, die Nase geht automatisch etwas runter, ohne dass ich irgendwas tue, wie ihr hier seht. Wenn sie das tut, verlieren wir also an Höhe, können die Maschine gleich ein bisschen trimmen, das heißt in eine richtige Fluglage bringen. Und dann sinken wir mit ungefähr 500 bis 700 Fuß, setzen die Klappen auf 10 Grad, um ein bisschen mehr Auftrieb zu erzeugen bei geringerer Geschwindigkeit oder Power und können dann auch sofort den linken Queranflug einleiten. Das heißt also wiederum eine 90-Grad-Kurve. Wenn ihr Kurven fliegt, wie ihr hier seht, geht die Geschwindigkeit runter. Weil wir Auftrieb verlieren, müssen wir gegebenenfalls ein bisschen hinzutun. Können aber trotzdem weiter sinken, denn unsere Anfluggeschwindigkeit ist gleich unserer Abfluggeschwindigkeit von rund 75 Knoten. Wir können jetzt also nicht nur nach Textbook fliegen, sondern wir müssen auch oft einfach nach Gefühl, nach Einschätzung fliegen. Wie zum Beispiel jetzt halte ich gerade meine Höhe ein bisschen bei, weil wir ein bisschen weiter als gewöhnlich vom Flughafen weg sind. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir halten die Höhe ein bisschen bei, sinken nicht ganz so schnell. Und sind jetzt im linken Queranflug, setzen die Klappen hier auf 20 Grad. Jetzt gehen wir automatisch hoch, weil wir Auftrieb gewonnen haben, wollen wir aber nicht, also müssen wir die Geschwindigkeit nochmals reduzieren. Wie ihr seht, sinken wir jetzt aber wieder weiter und der Kurs beträgt ungefähr 1,820, beziehungsweise Entschuldigung, 1,00, das ist okay. Halten. Wir haben also jetzt hier die Landebahn nach links. Okay. Wir wollen ein bisschen früher drehen, da wir nicht die verlängerte Landebahn, die vorstellbare Verlängerung, überfliegen wollen. Denn dann müssten wir zu oft zurückfliegen bzw. korrigieren und dann im Endanflug würde das sehr lange dauern, bis wir stabil im Endanflug sind. Daher drehen wir ein bisschen früher, damit wir das vermeiden können bzw. es nicht passiert und können uns dann voll und ganz auf den Endanflug und die Landung konzentrieren. Noch 200-300 Fuß bis zur Lärm, also wir leiten jetzt schon den Endanflug ein. 65 Knoten ist wunderbar. Endanflug, dann können wir die Klappen auf 3 setzen oder voll. So, jetzt haben wir die Bahn vor uns. Jetzt suchen wir uns noch einen Punkt aus, auf den wir die Nase halten, gewöhnlich die Zahl. Power nochmal rausnehmen, immer schön die Nase unten halten und jetzt leiten wir langsam das Ausgleiten raus, indem wir die Nase hochziehen, ungefähr 5 bis 10 Grad auf dem künstlichen Horizont, Power raus und voilà, haben wir aufgesetzt. Wenn wir noch hinter den Holding Point, hinter die durchgezogene Linie, ganz wichtig und das war's im Prinzip zum Thema Platzrunde. Ja, so Leute, das war's auch schon von der Flugstunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr könntet was davon mitnehmen, was den Ablauf der Platzrunde geht. Wenn ihr das Ganze mal selber erleben möchtet, dann könnt ihr euch gerne mal bei mir melden oder direkt bei iTakeoff. Ich bin auch einer der Fluginstruktoren hier. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zuschauen
Wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, gebt mal einfach einen Daumen hoch. Und ihr könnt natürlich auch kommentieren, Fragen stellen, wie ihr auch immer möchtet. Und ja, ich bin der David von Instrument Flight Review. Nochmals danke fürs Zuschauen und safe flights. Bis dann. Ciao.